Jim Beam, Distillers Series, 2008, nicht Master Distillers, 7 Jahre alt. Ist er gut? Schauen wir mal. Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Jim Beam Distillers Serie mit 45%. Diese Flasche ist nicht Masters Distillers, sondern 2008 kam diese Flasche, insgesamt gab es 7 davon. Also Inhalt war immer identisch, nur 7 verschiedene Gesichter auf dieser Flaschen, weil halt eben es gab 7 verschiedene Generationen von Master Distillers. Schon bei den Beam Family. Fred Noe, auch sein Gesicht habe ich einfach mal ausgesucht hier aus Flasche, hat damals auch in 2008 diese Fässern ausgesucht. Erstens war was ganz Besonderes, die waren getoastet und danach kam das mit dem Char, also mit der Flamme, was diese Holz küsst. Bei Jim Beam, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das 3 oder 4? Ich glaube, da war immer 3, aber ganz sicher bin ich nicht. Da waren auch kleinere Fässern und das Wichtigste überhaupt, 7 Jahre alt. In der Vereinigten Staaten damals, 2008, haben die $20 gekostet. Also das ist fast 9, fast 10 Jahre her. Heute kann man immer noch ein paar davon finden, also 80 €. In Australien habe ich eine gefunden für 68 australische Dollar. Keine Ahnung, was Porto kosten würde. Aber damals, 2008, waren sie für $20 weggegangen. Vielleicht 22, je nachdem, wo man war. Interessante Geschichte, denn wir haben eine 7 Jahre alte, steht ganz groß auf dieser Flasche, denn da eine 7 Jahre alte Distilleries-Serie. Damit fing Jim Beam auch an, mehr und mehr zu experimentieren. Das war zu 75. Jubiläum, dass Prohibition vorbei war. Und das wollten sie extra rausbringen dazu. Und die wollten auch ein paar neue Sachen dann auf dem Markt testen. Und jetzt haben sie Masters Distillers und so weiter und so weiter. So, was sagt meine Nase? Ist echt schön, dass man manchmal solche alten Samples hier noch finden kann. Ich habe mehr Hefe als sonst bei Jim Beam, muss ich sagen. Könnte ich tatsächlich sagen, das war länger im Holz. Der roch weicher als sonst. Also, The Black Label, 6 Jahre alt. Ich habe gestern den Bottle and Bond, 4 Jahre alt, probiert. Ich habe einen Double Wood da hinten. Knob Creek, 12 Jahre alt damals. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man da probieren kann von Jim Beam. Die haben tolle Produkte, tolle Preis-Leistungs-Verhältnisse und auch ganz, ganz schöne. Auch Produkte, also den Knob Creek Single Cask mit 60 ABV, 120 Proof, finde ich einfach auch bombastisch für diesen Preis-Leistungs-Verhältnis. Den kriegt man oft immer wieder unter 40 €, also eine gute Sache. Der riecht für mich ein Hauch wie ein Jim Beam. Devil's Cut gibt auch, stimmt. Ein Jim Beam Doubled Oak, aber anders. Als ob ein Hauch mehr Basil Hayden da drin war. Ob da Mashbill habe ich nicht gefunden. Ich nehme an, das ist der Standard Mashbill, was alles dann immer wieder bei Jim Beam ist. 77% Mais, dann 13% Roggen und dann kommt noch dann die 10% gemälzte Gerste dazu. Das ist einfach deren Standard, was sie alles benutzen. Und ich gehe davon aus, dass das auch so war. Wer anders weiß, bitte sagt Bescheid. Also da kann ich einfach mal damit gut leben. Ich krieg mehr Butterscotch. Wie ich sagte, ich krieg diese Hefe. Also diese Hefe ist etwas, was meine Nase ganz stark hier prägt. Mais, Zucker. Keine Ahnung. Interessant. Ich probiere mal.
45%. Am Ende ist das nett. Was ist das? Eine süße, wohlige, holzartiges, runde Abgang. Nett. Also das bei Jim Beam finde ich es immer wieder interessant. Also der Antritt ist meistens gut. Dann kommt ein kleines bisschen Alkohol da rein, in dessen Meinfall geht er nach unten. Aber dann dieser Abgang, das, was hier im Holz, im Hals bleibt, vom Holz und vom Geschmack und so weiter, hält 30 Sekunden mindestens, wenn nicht eine Minute und auch länger an. Und das ist eine schöne, schöne Sache, denn davon hat man am meisten. Ich werde nicht eine Minute lang das im Mund herum bewegen, wie Horst das manchmal so tut, dass man nebenan das hören könnte. Jo, nett. Nase ist immer noch nicht toll. Ich krieg da ein kleines bisschen mehr. Ich glaube, ich habe gestern auch gesagt bei Jim Beam Bottled and Bond Süßholz. Süßholz ist noch da, aber viel, viel Zuckerwatte, ein bisschen Karamell. Ich krieg so einen Hauch von Mahagoni. Wo kommt das nun her? So, ich bin ein bisschen aggressiv für einen Moment, ganz bewusst. Bisschen Luft da reinlassen und schaue ich mal nochmal. Da kommt diese gebrannte Maisnote dabei raus. Als ob man Maiskolben auf den Grill tun würde mit Butter. Den kriege ich doch, also nett. Aber ich musste den schon ein bisschen Luft geben, damit das auch kam. Eine schöne, schöne Sache. Also ein bisschen Menthol habe ich da so gehabt. Habe ich schon gesagt bei Mahagoni. Sehr vielschichtig. Also, wie gesagt, der Antritt, der ist gut. Aber dann kommt ein bisschen Alkohol da rein. Aber am Ende geht er echt richtig nett nach oben. Der ist 2 plus. Eindeutig ein 2 plus. Kein 1 minus, kein 2, ein 2 plus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Nase hätte ein Tick besser sein können. Aber ich glaube, ich bin das Problem. Ich habe dir nicht genug Zeit im Glas gegeben. Also 2008 abgefüllt, 2017 haben wir jetzt. Das heißt 9 Jahre lang in der Flasche. Also ein kleines bisschen Luft braucht er und dann entwickelt sich dahin, wo er hingehörte, mit dem Maiskolben, mit dem Butter darauf, dem Grill und so weiter. Da kommt richtig schöne Vielschichtigkeit auch in der Nase und auch im Mund ist der richtig gut. 2 plus. Also wenn man damals gekauft hätte für $20, würde ich auch sagen, ein 2 plus. Aber eine richtig, richtig gute Sache. Heute irgendwie 60, 80 € dafür auszugeben, 4. Muss nicht sein, aber wenn noch was im Schrank hat, ich glaube, ist langsam die Zeit, den aufzumachen. Teil den mit irgendjemandem und sag hier, so ist das. Jim Beam Distillers Series. Nicht The Master Distillers, sondern damals 7 Jahre altes Juice, also Saft, also Alkohol aus 2008. Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Tolle Sache, finde ich echt gut. Liken, abonnieren, weitererzählen. Meine Amazon-Verlinkung anklicken, was anders kaufen und vielleicht meine Sample-Liste anschauen. Und vielleicht schau mal, was. Schreib mal unten hin. Deine beste Jim Beam-Erfahrung. War das ein Knob Creek, Single Barrel, Basil Faden, Devil's Cut, Double Wood, White Label, Black Label. Ich vergesse gerade, zwei Super Premiums von Jim Beam. War es Jim Beam Rye? Was war deine Lieblings-Jim Beam-Produkt? Sag bitte nicht Beam Stag. Da fange ich an zu kotzen. Also das Zeug ist ekelhaft. Aber
Vielleicht findest du den gut. Wer weiß. Okay. Sorry. Tschüss. Bis morgen.